Total überraschend haben die Entwickler von The Sims 4 verraten, dass es in diesem Jahr nochmal eine neue Erweiterung geben wird. Auch schon erste eindeutige Hinweise und Vermutungen sind jetzt aufgetaucht, die ich in diesem Video genauer beleuchten will. Dank dem frisch veröffentlichten Quartalsteaser für Ende des Jahres wissen wir, dass die 15. Erweiterung für The Sims 4 noch dieses Jahr erscheinen wird. Es gab aber noch mehr Hinweise im Video, die nur ganz aufmerksame Spieler entdeckt haben. So zeigt direkt der Anfang nämlich einen kleinen Schlüssel mit einem Haus daran, der wohl einen Wohnungsschlüssel symbolisiert. Wir wissen ja bereits, dass die Entwickler gerne in den Teasern weitere Infos verstecken, wie es auch im Brief der Fall ist. Der Simmer Waffle hat nämlich den Text hier in normale Schrift übersetzt, welcher von einer Firma namens Landgrab Industries abgesendet wurde und an Dani Davila aus Chestnut Ridge gehen soll. Diese haben in der Sims-Geschichte öfters mit dem Immobilienwesen zu tun gehabt und manche Objekte im Spiel wurden nach diesen benannt. Es könnte also gut sein, dass die Erweiterung vielleicht etwas mit diesem Thema zu tun hat. Immobilien zu vermieten würde für mich auch zum genannten Titel Nachbarschaftliche Erweiterung passen. Das ist aber nicht nur der einzige Hinweis, den wir so ein bisschen erhalten haben aus dem Teaser. Es gab nämlich noch ein paar weitere spannende Tweets zu der Erweiterung. Und zwar kommt ein weiterer Hinweis vom Simmer zu Mingo, der sich so ein bisschen überlegt hat, dass die neue Welt, die mit der Erweiterung mitkommt, theoretisch an Thailand inspiriert sein könnte. Ich finde die Theorie eigentlich ganz plausibel, weil wenn man sich den Teaser genau anguckt, sieht man zum Beispiel auch hier diese Teekanne in Elefantenoptik. Und in Thailand sind die Elefanten das Nationaltier quasi des Landes, was ich ganz spannend fand. Und weiter wurde hier so ein neues Gericht gezeigt, welches so aussieht hier mit so einer kleinen Limette drin. Und das könnte nämlich Pad Thai darstellen. Auch ein thailändisches Gericht. Meiner Meinung nach ist es jetzt noch nicht zu 100% eindeutig, aber ich finde, es wirkt schon sehr realistisch. Eine thailändische Welt hatten wir, so wie ich das jetzt ein bisschen in Erinnerung habe, in der Sims-Reihe auch bisher noch nicht. Wenn wir uns jetzt noch so ein bisschen überlegen wollen, was da so für neues Gameplay in der Erweiterung enthalten sein könnte. Dazu gab es in der Vergangenheit nämlich schon mal eine offizielle Entwicklerumfrage, die manchmal so an verschiedene Spieler oder auch Nichtspieler rausgesendet wird. Und wo sich die Entwickler dann so ein kleines Feedback einholen, wie die Erweiterung, die potenzielle, so ankommen würde. Hier wurde von den Entwicklern unter anderem auch die Townlife-Erweiterung vorgestellt. Ich lese jetzt einfach mal die Beschreibung hier vor. Erstelle eine wachsende und dynamische Welt für deine Sims. Baue deine eigene Stadt mit neuen Grundstücken, unter anderem mit Pop-Up-Restaurants, kleinen Märkten, Coffeeshops und anderes. Ändere die Regeln, indem du dein eigener Bürgermeister wirst und deine eigenen Gesetze erlässt, sowie die neuen Nachbarschafts-Editing-Tools hier benutzt, um deine Stadt so anzupassen, wie du es möchtest. Hier wurde also schon mal von offizieller Seite so ein bisschen über, ja, eine Bürgermeisterkarriere nachgedacht, was ich fast die spannendste Info in dieser Beschreibung finde. Man muss ja sagen, einige von diesen Punkten, Pharma Market, Coffee Shop, haben wir schon mit anderen Packs bekommen, deswegen fliegt es natürlich raus. Aber ich finde halt, so eine Bürgermeisterkarriere klingt sehr plausibel, würde, finde ich, zum Thema passen. Wenn ich mir vorstelle, das in einer neuen Welt machen zu können, die so ein bisschen wie Thailand aussieht, fände ich das schon wirklich sehr cool. Ich glaube, das wäre schon ein spannendes Gameplay, in dem man wirklich, ja, sagen wir mal, einen ganz anderen Aspekt in The Sims 4 dazu bekommt. Es gibt ja Erweiterungen, die schon bereits vorhandene Bereiche so irgendwie vorangebracht haben mit neuem Gameplay. Jetzt gerade zum Beispiel zusammenwachsen, so ein bisschen das Familien-Gameplay. Aber jetzt eine Erweiterung für Bürgermeister wäre dann ja wirklich so ein Pack, was, glaube ich, so einen ganz eigenen neuen Twist ins Spiel bringt und uns natürlich dann auch irgendwie mehr Entscheidungsfreiheit bietet. Deswegen finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht. Beachte natürlich, diese Umfrage ist schon ewig alt. Also ich glaube aus dem Jahr 2014, gerade da, wo The Sims 4 erschienen ist. Man kann hier ganz viele Sachen rausstreichen. Restaurants haben wir schon als eigenes Pack bekommen. Die werden dann nicht nochmal mit dieser Erweiterung aufgewärmt. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Aber zum Beispiel auch den letzten Abschnitt finde ich sehr spannend. Passe die Stadt an, dekoriere die ganze Stadt mit neuen Tools in Bezug auf die Nachbarschaftsbearbeitung. Kontrolliere, welche Sims die Stadt besuchen können oder auch welche einziehen können mit einer Vielzahl von neuen Optionen. Das hat ja schon fast so ein bisschen SimCity-Charakter, finde ich. Da konnte man ja auch seine eigene Stadt so ein bisschen bauen.
Also ich finde, das Thema wäre auf jeden Fall wieder, sagen wir mal, so ein bisschen nischiger. Eher was, was man so parallel, sagen wir mal, abseits von seinem normalen Gameplay irgendwie so im Spiel benutzt. Aber falls diese Idee wirklich ins Spiel kommen sollte, wäre ich schon echt gespannt, inwieweit da die Möglichkeiten sind, wie groß man seine Stadt bearbeiten kann. Ob das realistisch wäre für diese Erweiterung, könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt könnte man natürlich noch die Spekulationen so ein bisschen anstellen, ob mit diesem Pack dann vielleicht auch Hotels ins Spiel kommen könnten. Ein Inhalt, den sich viele von euch wünschen, und ich glaube, Hotels würden in diesem Rahmen von diesem Pack irgendwie auch Sinn machen. Dann könnte man vielleicht als Bürgermeister festlegen, dass eine Stadt eher so ein bisschen eine touristische Stadt sein soll und man dann natürlich auch die Hotels irgendwie benötigt. Meiner Meinung nach ist es gerade noch super schwierig. Wir haben ja wirklich nur, sagen wir mal, den Claim, dass es eine nachbarschaftliche Erweiterung sein soll, was ja schon sehr weit gefasst ist. Was für mich irgendwie halt einfach was mit Gemeinschaft zu tun hat bei den Sims. Aber ich fand diese Theorien, die von den anderen Zimmern hier so aufgestellt wurden und auch die Umfrage wirklich sehr spannend. Und ich glaube, irgendwie in diese Richtung wird das Pack gehen. Was denkt ihr denn so zur Erweiterung? Seid ihr da eher positiv gestimmt? Habt ihr schon so ein bisschen Angst, weil wir jetzt schon die dritte Erweiterung in diesem Jahr bekommen? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.